Man muss den zweiten anpacken, um die Einkäufe zu schleppen. Aber diese Last teilt man gern. Nach 3 Monaten geschlossenen Grenzen haben die Schweizer heute in Konstanz wieder ihre Lieblingsartikel dürfen kaufen. Kosmetik, eine Sonnenbrille habe ich gekauft, Schuhe habe ich gekauft. Einen Schnaps habe ich vorher noch gekauft. Ja. Also das hier ist einer der Gründe. Weil da spare ich pro Päckchen 2.10 Franken. Pro Päckchen. Und das ist ja bald 2.20. Speziell zum Klasse essen und ein bisschen schauen da in der Region, was so läuft dann. Das Glas ist wirklich besser als Schweizer. Nein, aber es ist günstiger. Die Konstanzer Altstadt ist heute in Schweizer Hand. Auf diesen Tag haben auch die Lädeli-Besitzer angefiebert. Ohne die Schweizer Einkaufstouristen ist ihr Umsatz markant zurückgegangen. Die Freude darum heute umso grösser. Ja, schon ziemlich. Die letzten Tage war es sehr ruhig. Also die ganze letzte Zeit. Und ja, heute ist jetzt der erste Tag, an dem mal wirklich wieder ein bisschen mehr zu tun ist, zum Glück. Man hat es natürlich schon gemerkt, dass die Schweizer fehlen. Und wir freuen uns natürlich auch, sie wieder zu verwöhnen. Wenn die Schweizer in Scharen kommen, heisst das Obacht für die Einheimischen. Weil die Chance ist gross, dass ihre Lieblingsartikel nicht lange im Regal bleibt. Darum schlagen auch die Deutschen zu. Am Freitag wurde man beraten mit Schulranzen, ganz gut. Und dann war nicht viel da. Und dann hieß es, man müsse uns entscheiden, weil am Montag kommen die Schweizer und die stürzen sich auf die Setpack. Auch im Lago, im umsatzstärksten Einkaufszentrum von Deutschland, ist man froh, dass die Schweizer wieder da sind. Der Leiter des Centers erwartet bis Ladenschluss fast 30'000 Gäste. Also wir rechnen heute gegenüber einem normalen Wochentag, gegenüber Vorjahresbasis, um so ca. 20% mehr Besucheraufkommen. Das bedeutet, dass wir so ca. 25.000 bis 28.000 Besucher über den gesamten Tag verteilt dann hier erwarten dürfen. Zum Posten zu Konstanz gehört das Abstempeln vom Ausführski für die Mehrwertsteuer. Schon am Morgen um 9 Uhr hat sich am Zoll eine lange Schlange gebildet. Das wegen der Sicherheitsregeln. Aufs Anstehen haben dann einige aber keine Lust gehabt. Mir ist es zu blöd, um da zu stehen, wegen diesen 45 Euro. Dann gehe ich lieber arbeiten. Die gleich angestanden sind, für die könnte es sich gelohnt haben. Gerade wenn der Kofferraum so aussieht. Wir schalten jetzt zu unserem Reporter Oliver Spieser. Oliver, du bist den ganzen Tag zu Konstanz unterwegs gewesen. Wie hast du den ersten Tag mit offenen Grenzen erlebt? Speziell für die Schweizer Einkaufstouristen hier in Konstanz ist die Schutzmaskenpflicht in den Läden. Das sind sich die Schweizer natürlich nicht gewohnt. Und wenn beim Posten alle so eine Maske noch haben, gibt es so ein bisschen eine Spitalatmosphäre. Auch auf der Strasse und in den Gassen haben mehr Leute Masken wie bei uns in der Schweiz. Man sieht es hinter mir, in der Altstadt ist viel los. Die Leute hier sagen, vor der Grenzöffnung sei es hier praktisch leer gewesen. Heute in Konstanz kommt man sich eigentlich vor wie in der Schweiz. Man hört überall Schweizerdeutsch reden. Das freut die Händler einerseits. Gott sei Dank sagen die Schweizer wieder zurück. Sie machen bis zu 70% von seinem Umsatz aus. Ein anderer Filialleiter von einem Lebensmittelladen sagt, er habe heute Morgen so viel Umsatz gemacht, wie sonst am ganzen Samstag in der Corona-Zeit. Die Schweizer Kunden machen bis zu 82% von seinem Umsatz aus. Hier in Konstanz sind also einfach all happy, ist die Grenze wieder offen. Und damit zurück auf Zürich ins Studio. Danke auf Konstanz, Oliver Spieser.